Meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zum LS17 auf der Auenbach-Version 2.4. Einen wundervollen Dienstag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt entweder einen angenehmen Tag hinter euch, vor euch oder halt genießt die Ferien. Je nachdem. So, wir haben ja gestern ein bisschen über die FarmCon gequasselt, manasselt und komm. Wir machen einfach mal weiter, nicht gleich FarmCon, sondern bevor ich die FarmCon nochmal anschneide, nochmal kurz hierzu. Das Projekt wird voraussichtlich noch diese Woche laufen, kann aber auch schon vorher beendet werden. Ich nehme jetzt erstmal Vorproduktion bis morgen, übermorgen circa auf, ja. Falls da was dazwischen kommt, werde ich dann trotzdem, wenn das neue Projekt startet, das dann wenigstens noch zu einem Ende irgendwie führen. Dass ich wenigstens noch eine Folge mache, wo ich euch sage, gut, jetzt ist ja Feierabend, hip hip hurra. Oder schneide es dann in irgendeine Folge dran, ist ja kein Problem. Ja, denn es wird wohl so sein, dass ich voraussichtlich diese Woche schon euch die neue Map präsentieren darf, vorstellen darf, zusammen mit den Modder. Und ja, das heißt, weil das soll soweit alles passen, ne, wurde getestet etc., PP läuft fehlerfrei und so weiter und so fort. Also der Startschuss ist eigentlich diese Woche schon gegeben. Ich will es halt nicht fest zu sagen, weil es kann immer wieder was dazwischen kommen, weil was unkontrolliert ist und es soll halt im bestmöglichen Zustand passieren. Deswegen freut euch da schon mal auf eine Map-Begehung, ja, wo die Karte ausführlich mit dem Modder vorgestellt wird, ja, ganz klar. Freut euch gegebenenfalls, da sind wir noch am diskutieren, auf Tutorial rein für diese Map, weil die sehr wirtschaftliche Komplexialität hat oder wirtschaftlich etwas komplexer ist als manch andere Map und sehr viel Inhalt dazu bietet. Und da hatte ich eigentlich überlegt, da für euch Erklärdinge zu machen. Ob das jetzt noch ist, steht halt noch nicht fest, weil auch alles im Hilfemenü eingegeben wurde, weil das kann man hier alles modden, dass man hier, sowas wie hier kann man mit rein modden, ja, dass man da jetzt, wenn da jetzt externe Wirtschaft drin ist, dass das alles erklärt wird. Das passt wohl so. Überlege ich halt noch, ob ich das eher in Videoform für euch mache, für die, die halt lesefaul sind, nenne ich es einfach mal so, ne? Das kriegt man ja alles relativ kompakt unter. Schauen wir halt einfach mal, seid da gespannt und wird auf jeden Fall cool, ne? Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Das wird cool, viele haben ja schon ein bisschen, ne, geraten. Ja, wer ist es denn? Ist es FSM? Ist es was anderes? Etc. pp. Wie gesagt, diese Woche gegebenenfalls Map-Begehung mit dem Modder und dann schauen wir mal, ne? So viel dazu. Aber ansonsten ist das Projekt hier ja ganz gut angekommen. Was mir auch noch einfällt, auch wenn es jetzt ein Tag später ist, sorry in Anführungsstrichen dafür, dass am Samstag und am Sonntag die Videos, die kamen, also sind einzelne ausgefallen. Das wurde dann am Montag alles nachgeholt. Sorry, dass die auch keine Thumbnails hatten. Es ging sich zeitlich nicht aus. Also ohne Witz, es ging sich zeitlich echt nicht aus. Bin ich aber auch selber dran schuld, weil wie gesagt, wir sind halb fünf hier losgefahren, circa, ne? Und ich hatte die Nacht noch alle Videos so hochgeladen. Ich hatte so gedacht, naja, wenn die 22 Uhr startet, ne, passt, ja, ein bisschen unterschätzt. Also es ging sich dann zwar schon aus, aber es war dann halt für die Thumbnails nichts mehr. Kein Platz mehr da, zumal ich dann noch hängen geblieben bin am Samstagmorgen auf Twitch in der in IRL-Kategorie. Weil da hat ein Junge gestreamt, Alter, also Jungs, Mädels. Ey, ich habe gedacht, ich bin auf YouNow. Also ohne Witz, das war wirklich so richtig. So richtiges You-Know-Niveau. Der war gefühlt, also selber hat er gesagt, er war 15, hatte tierisch einen an der Klitsche. Also, der hatte wirklich geistig ihn weg, muss man so sagen, wenn es jetzt böse zu meinen. Ich weiß nicht, ob er Tourette hatte oder Autist oder irgendwas. Und das war Wahnsinn. Der hat einen Blödsinn gemacht, ne? So blöd rumgeschrien, gelacht, hat gegen Donations, also gegen Geld im Endeffekt, so sich in die Fresse gehauen, will ich jetzt nicht, ja doch, mit Schuhen die Fresse gehauen, mit der war ein bisschen dicker, nacksch rumgetanzt zu Liedern, die man den geschickt hatte, da war teilweise auch Rechtsrock dabei, also hier Lunico-Verschwörung und sowas, nicht danach suchen, hört euch sowas bitte nicht an, und lauter sowas, und boah, also all die Esse fest, ja, da waren auch verifizierte Twitch Leute da, also große Streamer, die, also nicht Stream, also Twitch-Partner, sagen wir es mal eher so, diesen Verifiziert-Teiltragen eben haben. Und
das war, also, es war eine Mischung aus lustig und peinlich. Ich glaube, nach 3 Stunden wurde der Kanal dann auch endlich von Twitch gebannt, weil halt alles dabei war. Ne, selbstverletzendes Verhalten, gegen die Regeln, weil nackt getanzt, bitte zur Rechtsmucke tanzen, ne, alles, was halt, also der hatte halt komplett am Schuss weg. Muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich, also, ja, klar, der Typ ist gebrandmarkt, der hat die Videos geistern durchs Internet. Alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Was ich aber am krassesten fand, war halt einfach, ich bin auch rein aus Zufall, ich habe mir ein paar ETS-Streamer angeguckt, ein paar LS-Streamer angeguckt und bin dann halt aus Zufall auf den Typen gestoßen. Er hatte der 30 Zuschauer, das war am Ende 150 zweiter Zuschauer oder so. Also seht ihr mal, was sich für eine Dynamik entwickelt. Und das krasseste fand ich halt, so wo das noch relativ klein war, so 50, 60, 80 Zuschauer so in der Richtung, da kam seine Mutter oder sein Vater rein, ja, da hat er gedacht, alles klar, weißt du, jetzt kriegst du eine Backpfeife in Anführungsstrichen, ne, und das Ding ist aus. Ja, nee, ne, das war so 3 Uhr nach, kommt da so rein, also man hat halt nichts gehört, ne, Bild war halt verschwommen, so Ton aus, er hat übers Handy gestreamt und der zeigt da irgendwie nur so drauf, als wir gerade hier, mach mal die Musik leiser und sowas halt, ne, irgendwie in der Richtung, ist raus und haben die halt weitermachen lassen. Also, wo ich mir so denke, Alter, was sind das für Eltern? Ohne Witz, also ich hab dann, also ich sag's jetzt mal so krass, wie es ist, ohne dass ich da jetzt jemand was unterstellen will. Die saßen im Nebenraum, haben Bier gesoffen und haben sich zugeschüttet und der Sohn hat's Geld nebenan verdient. Ne, weil da sind Donations en masse reingekommen, klar, 80% oder 90% davon wurden 100%ig zurückgezogen, ne? Man kennt das ja, ne, weil es wurde ja nur beleidigt, ne, er wurde ja nur verarscht in dem Sinne, ja. Da war halt alles dabei, Pfeffer fressen, wie gesagt, Schuhe in die Fresse, Wand lecken, Popel essen, irgendwie eine Flasche pissen und das war Wahnsinn. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Ja gut, 3 Uhr nachts, ja, kein Twitch Ad, dann ist klar, dass er kein deutscher Twitch Ad mehr da ist, ne? Also, also Heimatland muss man sagen. Nee. Und das hat mich allerdings ein bisschen, ne, abgehalten, ne, vom Thumbnail zu machen, muss ich sagen, weil das war auf der einen Seite so verstörend, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, ich geb's ja ehrlich zu, ne, lustig. Ne, also irgendwie zwar traurig, und aber irgendwie auch lustig zugleich, weil es ist eigentlich ja, recht interessant, wie primitiv man sich eigentlich unterhalten lassen kann. Oder, ne, irgendwo ist es Unterhaltung, muss man sagen. Ja, deswegen kam keine Thumbnail. Sorry, wenn es scheiße aussah, aber ich hab's ja gesehen, hat niemanden gestört, also von daher ist es im Endeffekt ja auch egal, wie man so schön sagt. Um vielleicht nochmal zur Thematik Farmcon zurückzukommen. Wir waren halt wirklich nur den Samstag da, also von 10 bis 17 Uhr. Die letzte Stunde hat sich halt nicht gelohnt. Wir sind dann halt ins Hotel. Wie gesagt, sehr schönes Hotel. Best Western Hotel, eigene Bar, eigenes Restaurant. Restaurant hatte zu. Panorama, das war auch geschlossen, weil da waren irgendwie so eine Frauentruppe mit Glückenring. Das war also die, das war irgendwie so eine Verkaufsveranstaltung für erotische Unterwäsche. Ja, das waren halt so gefühlt 30, 40 Frauen, die dann irgendwie sich vor dem Hotel da versammelt haben und sämtliche Parfüme dran hatten, Alter, die haben gemochtet. Also wenn sich dann so gefühlt 30 Parfümsorten vermischen, das ist so widerlich. Naja, die haben sich dann halt bis spät in der Nacht halt irgendwelche Unterwäsche-Dinger angeguckt und gekauft. Keine Ahnung, naja, immer recht witzig, was so Frauen ab 30 oder Ende 30 so machen. Aber, naja, okay, deswegen war halt alles geschlossen und man konnte halt leider nur in die Bar. Da gab es bis auf viel Alkohol natürlich jetzt nichts so krasses zu essen, außer halt Pizza, 2 Sorten, Margarita und Thunfisch, ne, also Salami war auch nicht im Haus, und halt ein Burger, auf Deutsch übersetzt, haben wir dann einen schönen Cheeseburger gegönnt, ja, mit Pommes, und sogar noch die Barkeeperin, die dort drin war, die kam sogar aus der Richtung, ne, also auch aus Zwickau in Umgebung, hat da in irgendwelchen Hotels gearbeitet, war ganz, ganz interessant. Ja, nach dem Essen, eigentlich wieder hoch, das war dann vielleicht so gefühlt 19 Uhr, circa 19 Uhr, 19:30 Uhr, ja, das übliche Bad, Duschen, dann eigentlich pennen, dann halt nochmal runter, na, ihr wisst ja, frische Luft holen und so, weil auch alles natürlich dampffreie Area war und beziehungsweise die Panorama, das Panorama-Terrasse ja halt wegen den Unterwäsche kaufenden Frauen natürlich geschlossen war, musstest du jedes Mal 10 Stockwerke runter gefühlt, ne, zum Eingang und dann halt vors Hotel. Und
Was man noch dazu sagen kann, weil wir hatten, wie gesagt, wir waren im 8., nee, im 7. Stock. Und da hatte man so ein Stadtbild, Aussicht auf den Paderborner Dom und Kirchen und alles etc. pp. Ja, wie schon gestern gesagt, ey, das war halt echt, also es gab schöne Häuser, schöne Gebäude, aber so der Rest, also die überwiegende Mehrheit von dem Stadtbild oder von der Ecke, wo wir waren, wie gesagt, war halt so gefühlt einen halben Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, ne? Boah, das sah schrecklich aus. Also wirklich so runtergekommen, verdreckt und alles halt irgendwie so. Ne, es war auch sämtliche Nationalitäten dort, muss man jetzt auch sagen. Also jetzt nicht, also im Hotel sämtliche Nationalitäten, also wirklich von gefühlt saudi-arabischen Prinzessinnen über Asiaten, also Chinesen oder Japaner, also es war beides, ne, immer Chinesen, immer Japaner. Über Engländer, also wirklich also richtige Briten, halt wirklich, hat man halt an, ne, am Dialekt gehört und alles. Über Bayer, ne, wir hatten auch so bayerisches Bar gehabt, das war ganz lustig und alles. Ja, also alles im Hotel natürlich vertreten, versteht sich. Ich glaube auch das edelste Hotel in der Stadt, weil die Barkeeperin hat so erzählt, dass auch bei denen schon, wo die irgendwie gespielt haben, also wo Paderborn mal in irgendeiner Liga, in einer höheren Liga war, war auch der FC Bayern München im Hotel. Ne? Sagt dann, also eine Bayern im Endeffekt, das sagt dann schon einiges. Das war auch recht lustig, wie sie da erzählt hat, da war nämlich Ausnahmezustand. Und aber außerhalb, also dieses, ich nenne es mal Stadtviertel rund um den Hauptbahnhof, das war alles sehr, ja, oder waren es nicht Japaner, sondern Vietnamesen, also Vietnam so in der Richtung und Araber. Ja, also wirklich so, also gefühlt Asiaten und Araber. Nur, also grüßen ja wirklich nur. Wir hatten ja vorher schon in Dings geguckt, sämtliche Bars und so weiter und so fort und Lokalitäten und Friseure und Shisha-Bars, da habe ich mir schon so gedacht, ja gut, ist bestimmt arabisches Viertel dort. Ja, war dann im Endeffekt auch so, ich meine gut, ne, so Friseur Mohammed, ne, Friseur Mehmet, ne, da konnte man schon denken, aber dass das so krass ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, wie gesagt, habe ja nichts gegen die Leute, ne, also bitte nicht falsch verstehen, alles cool, ne, solange sie Freunde sind, passt das ja auch alles, aber die Gegend sah halt aus, also, wie soll man sagen, wie Berlin-Kreuzberg, so gefühlt, ne, das jetzt nicht wegen den Arabern, ne, weil ist ja alles easy, aber halt wegen der ganzen Aufmachung, wegen dem ganzen Stadtbild, Baustellen ohne Ende, uralte Gebäude teilweise und halt alles so ein bisschen so schäbig verdreckt, so ein bisschen so in der Richtung, ja, verdreckt will ich jetzt, naja, verdreckt vielleicht das falsche Wort, aber alles halt so ganz komisch, ja, also wir haben da rausgeguckt, ne, so in den Fenstern, da wurde in den Fenstern ein Stein gelegt, dass das Fenster nicht zugeht, wir konnten auf irgendeinen Balkon gucken, das war irgendwie nur eine Matratze auf dem Boden und Klamotten links und rechts und, also das war, also wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. An den Ulm auf den Dächern, die es zu Ostzeiten auch bei uns gab, ne? So halt in der Richtung. Also wirklich sehr eigenartig, muss ich wirklich sagen. Wirklich sehr, sehr eigenartig. Nachts muss man sagen, wir sind dann gefühlt halb, also 21:30 ins Bett. Ne? So gefühlt. Weil Klick hatte die Nacht nicht geschlafen. Ich dann natürlich auch nicht. Ne? Also Klick hat es versucht, aber war halt eine Hitze. Das war ja an dem Tag, wo das Gewitter war. Und da bist du natürlich dann auch ein bisschen Knorke, wenn du dann noch 300 oder 400 Kilometer gefühlt fährst. Das waren so 300 Kilometer circa. Etc. pp. Sind das hier wirklich 6,1 Meter? Ich check das nochmal vorher, weil irgendwie kriege ich hier immer einen Rappel dabei. 6,0. Das ist ein bisschen kleiner machen. Das ist 6,0. Dann noch ein bisschen so ausrichten. Gut, alles klar. Und so nachts, also wie gesagt, wir sind dann so gefühlt halb 10 spätestens oder um 9, halb 10 spätestens ins Neste. Und ich bin dann irgendwann gegen 3 Uhr nachts wach geworden, weil irgendjemand gedacht hat, ey, Silvester stünden Böller. Dann hast du natürlich auch das ganze Rumgeschreie draußen mitbekommen. Na, ganz klar, ne, also gut, keine Ahnung, was sie gesagt haben, war halt alles so arabisch, ne, übel. Irgendwelches Rumgehupe, irgendwelche lauten Autos, nicht so wie man sich halt, also Klischee, muss man wirklich sagen. Das war halt so wieder Klischee erfüllt, ne, das war halt alles mögliche, aber das Fenster muss halt auch offen sein, weil, ne, warm und so.
Dann nochmal durchgepennt bis, ich glaube, 7 Uhr. Ja, kurz vor 7 Uhr. Dann Frühstück. Das war reichlich, muss man sagen. Also gut, das ist halt scheinbar 4 Sterne Standard. Also alleine so eine ganze Theke nur mit aufgeschnittenen Obst. Oder was Exotischeres so auf Deutsch übersetzt. Ne? Ja, ich habe mich dann für 2 Semmeln entschieden mit ein bisschen Butter und Salami. Ne? Mir reicht das. Und zwei Tassen Kaffee. Ne? Und ja, dann ging es halt auch schon wieder zurück. Bilder habe ich in dem Fall nicht gepostet auf Instagram, weil ich hatte mein Handy nicht aufgeladen. Ja, und ja, deswegen. Und gut, so viel hätte man sich filmen können, weil diesen Panorama-Ausblick, ja, oder diesen Stadtblick, der war halt auch nicht schön. Gut, Freunde, wir sind fertig für den Part. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten wieder. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir was Nettes und ja, bis morgen. Haut rein. Tschüss.